herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metal Gear Solid Peace Walker. Ja, wir starten wieder direkt in der Mother Base. Im letzten Teil hatten wir ja eine Mission, wo wir erfahren haben, dass es sich mal wieder um Atomwaffen handelt, die die Welt bedrohen, beziehungsweise momentan erstmal Costa Rica. Und wir wurden ja von der Paz und ihrem komischen Typ, den sie dabei hatte, beauftragt, ihre Freundin zu retten und die Menschen aus dem Land zu vertreiben und bla blub. Und so überhaupt. Und ich habe euch ein bisschen was von der Mother Base erklärt, was man hier so machen kann. Und jetzt wollte ich euch mal den Einsatzbildschirm zeigen. Der ist nämlich hier. So, dann kriegen wir nämlich so eine ganze Auswahl. Ja, das brauchen wir jetzt nicht durchzulesen. Ich weiß, wie das geht. Und hier können wir schon sehen, was wir erledigt haben. Immer wo der Haken halt dran ist. Die Einleitung haben wir überstanden. Dann haben wir hier jetzt eine Nebenmission. Und das ist wieder eine Hauptmission. Die Hauptmission haben immer diese voll ausgefüllten Kreise links. Und die Nebenmission immer diese leeren Kreise. Man könnte die Nebenmission auch einfach ignorieren und nur sich auf die Hauptmission stürzen. Ich mache aber, denke ich mal, die Nebenmissionen, die in den Hauptmissionen verwoben sind. Also es kann sein, dass ihr halt jetzt hier diesen Fulton Rettungseinsatz macht und sich danach noch ein weiteres Nebenmissionsziel auftut, das dann noch da drunter gelegt wird. Das mache ich dann auch. Und ich mache alle Nebenmissionen, bis wir halt mit der Story fertig sind, weil danach könnte man noch hunderte Nebenmissionen weitermachen, aber die lassen wir dann, weil die sich dann sowieso nur noch ähneln und an sich immer das gleiche sind, nur anders verpackt halt. Und rechts seht ihr dann die Anzeige mit diesen zwei Männchen, und da kann man sehen, mit wie vielen Leuten man diese Mission zusammenspielen kann. Also hier die Einleitung und den Fulton Rettungseinsatz, den kann man nur alleine spielen und das hier könnte man zu zweit spielen. Aber wir machen erstmal hier die Nebenmission, drücken drauf. The boss has infiltrated the area around the coastal supply facility and knocked out the soldier there. But we can't just leave him there to be found. I need you to get in there and capture the unconscious soldier using the Fulton recovery system. Do it quickly before he comes to. Genau, also es sieht so aus, Snake hat anscheinend jemanden K.O. geschlagen und wir müssen den Soldaten jetzt finden und etwas beschaffen, wir müssen den Soldaten bergen. Wie wir das machen, seht ihr gleich. Jetzt kommen wir hier mal auf die Einsatzvorbereitung und können uns einen Charakter auswählen. Wir können theoretisch mit Snake spielen und ihm auch hier seine ganze Ausrüstung zu legen, was ich sowieso unbedingt noch machen muss. Wir könnten aber auch einfach in einen anderen spielen. Was ich glaube ich gleich auch mache, ich werde bei Snake, aber wow, selbst ich mir die Werte von ihm an. Alles sehr hoch und alles auf dem gleichen Level. Und bei den anderen ist es dann eher so ein bisschen, na, wobei der hier ist noch ganz gut. Wir können ihm auch Uniform anlegen. Das kann man jetzt nicht mehr wie bei Metal Gear Solid 3 während des Spiels machen, sondern immer nur vor der Mission. Da gibt es auch wieder diese klassische Auswahl, die man auch schon aus Metal Gear Solid 3 kennt. Ich muss ehrlich sagen, bei meinem Durchspiel habe ich es fast nie benutzt. Man findet später noch eine Uniform, die relativ gut ist, aber ich bin sonst immer bei der olivgrünen Uniform geblieben. Dann haben wir hier noch die Co-Ops-Kommunikation, was eigentlich nur von uns von Belang ist, wenn wir online spielen, weil so können wir dann mit unseren Mitspielern kommunizieren, indem wir ihnen halt diese Sachen zurufen. Ich glaube, es gibt auch eine Chat-Funktion, aber ich bin mir dann jetzt nicht ganz sicher, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil ich habe es bis jetzt immer nur alleine dann gespielt mit anderen und da hat kein einziger gechattet. Da gibt es zwar ein Symbol, dass einer ein Mikrofon hat, aber ich weiß nicht, ob man den oder wie man den benutzen kann. Ach, wir dürfen Snake gar nicht benutzen, sehe ich gerade mal. Dann nehmen wir halt den Alligator. Ah ne, aber ich wollte ja noch beim Snake die Ausrüstung umstellen. So, haben wir denn noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Ach, so viel haben wir noch gar nicht. Was haben wir hier? Wir brauchen das Fulton-System, den Zweierkarton ist gut, Fernglas, ja. Walkman. MATT. Den können wir auch mal mitnehmen. Oh. Jetzt habe ich gerade was weggetan. Was habe ich denn jetzt gerade abgelegt? Das Fulton-System. Das sollte ich vielleicht mitnehmen. Aber ansonsten ist es eigentlich ganz gut so. Ups. So, dann nehmen wir halt den Alligator. Man müsste jetzt theoretisch bei jedem Soldaten das gleiche nochmal neu erstellen. Also bei jedem Soldaten nochmal neu ausrüsten, aber das mache ich jetzt nicht. Für die Mission reicht das sowieso. Und dann können wir noch, damit wir genau wissen, was wir zu tun haben, uns Briefing-Dateien anhören, was ich glaube ich auch immer machen werde, weil die eigentlich auch ganz interessant sind. Hier erzählt uns zum Beispiel der Miller was über das Fulton-Rettungssystem und das sind quasi Gesprächsaufzeichnungen von einer Kassette, wie ihr jetzt gleich seht. Snake,
you can use the Fulton surface-to-air recovery system to send prisoners and unconscious mercenaries you encounter back to Mother Base. I know you've used the Fulton before, but just to make sure I'm not missing anything, let's review the steps. Okay. First, attach a balloon to the unconscious enemy or captured prisoner. Right. I hook a wire to their waist, and on the other end of the wire, there's a helium balloon. Right. Then we'll send over a chopper to catch the floating balloon with its recovery hook and reel it up into its cargo hold. And that's it? And that's it. We finished installing the recovery hook on the Huey. Wait, Kaz. Something doesn't make sense about this whole process. This again. Well, normally, Fulton recovery is for when you're using fixed-wing aircraft. With a helicopter, isn't it simpler to land and pick up directly? Listen, Snake. You're going to be calling for recoveries repeatedly throughout your mission. We want to keep the risk of taking enemy fire to a minimum. The best way to get that done is to do the recovery in a high-speed flyby. That's what the Fulton surface-to-air recovery system is for. Uh-huh. What's the real reason? Helicopters are cheaper, and the repair bills will start adding up once the bullets start flying. I thought so. Kaz, I know we need to keep costs down, but... Boss, you really need to get rid of this whole army mentality. We're not the Pentagon. We don't have billions of taxpayer dollars to play with. And besides... Fine, fine. Just pick a reason that makes sense. Helicopters have quicker response time. Sounds strange, yeah, but it works great. I promise. You'll get used to it before long. Yeah, I hope so. Ja, hört sich seltsam an. Wir müssen also den Soldaten irgendwas um die Brust binden, oder besser gesagt um die Taille, hat er ja gesagt. Und dann füllt sich ein Heliumballon und der wird in die Luft gezogen und dort aufgesammelt. Wie das aussieht, werden wir gleich sehen. Die Pass kann uns aber auch noch was dazu sagen. Ja, die sind immer für die verschiedenen... verschiedene Bereiche zuständig. Der Miller erzählt uns eigentlich immer, was wir machen müssen. Die Pass erzählt uns immer mehr über die Umgebung und andere Charaktere, die noch dazukommen werden, erzählen uns dann halt was über die anderen Sachen. Also die Pass erzählt uns dann was über Puerto del Alba. The mercenary supply base is situated on elevated ground by the coast. I heard them call it Puerto del Alba, Port of Dawn. They have perfect visibility of the area from up there. We did our best to sneak in undetected, but one of the guards spotted us and we... What is it? I'm sorry. You'll have to ask Professor Galvez the rest. It's okay. You've been through a lot. I am sorry. I just cannot. You did great, Paz. I won't let your efforts go wasted. Okay, ja, sie ist noch nicht so wirklich in der Lage, uns viel zu erzählen. Sie steht anscheinend noch immer ein wenig unter Schock. Was war das denn jetzt für ein Wort? Egal, wir starten jetzt mal den Einsatz. Wir haben eh schon viel zu viel Zeit verloren und bringen ihn auch schnell hinter uns. Das wird, glaube ich, nicht allzu lange dauern. Use Fulton Recovery to bring back knocked out soldiers. To use Fulton Recovery on a soldier, get up next to them so the icon appears and push the action button. Und das werden wir tun. Ja, das Gebiet hier kommt uns ja schon relativ bekannt vor. Das hatten wir schon mal erkundet. Wie viele Fulton-Systeme haben wir eigentlich? 9. Ja. Dann können wir direkt mal Ja, das könnte man im Koops machen. Aber naja, wir könnten ja auch direkt mal die anderen Soldaten hier rumlaufen. Einfach mit abschleppen. Weil die kommen dann alle direkt auf unsere Basis und die können wir dann in verschiedene Bereiche einteilen. Und das geht ganz einfach, wie ihr seht. Er ist betäubt. Dreieck drücken. Und hup, weg ist er. So, der wird jetzt zur Motherbase gebracht. Fulton Recovery Subject confirmed on board helicopter. Das ist schön. So, dann nehmen wir den hier auch noch mit. Okay, läuft da oben noch einer rum? Nee. Hurry up and send those knocked out soldiers back here. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Bleib ruhig. Wir haben noch Zeit, Kumpel. So ist es ja nicht. Okay, läuft uns keiner mehr rum. Gut, dann holen wir uns den jetzt hier. Was? Wer hat mich denn jetzt... Ach, der. Ja, toll. Das hat ja mal wieder gut geklappt. Ah, Mann, den habe ich nicht gesehen. What's wrong? Why aren't you responding? Requesting status report. Ganz toll. Okay, dann halt nochmal. Ja, wir wissen, wie das geht. Wir sind nur gerade gestorben.
Get up next to them so the icon appears and push the action. So, den haben wir. Wo war der andere? Da war noch einer. Verdammt, den habe ich nicht ganz erwischt. Ja, man kann die auch betäuben, indem man ihn direkt in den Arsch schießt. Aber genau in die Ritze, ungefähr. Aber das klappt leider nicht immer. Deswegen muss ich hoffen, dass er jetzt gleich mal von alleine umkippt. Ja, komm schon. Dann machen wir es halt so, ne? Wenn es nicht anders geht. So, auf Wiedersehen. Und auf Wiedersehen. So, und jetzt lasse ich mich nicht von dem Typen erwischen. Hoffe ich mal. Wo ist er denn jetzt? Den sieht man hier so schlecht. Ja, ja, halt die Klappe. Da läuft er rum. Sieh mal eine an. Ich habe dich eben nicht gesehen, Kumpel. So. Jetzt haben wir ihn. Dann dürfte das jetzt, glaube ich, hoffentlich geschafft sein. Wir müssen jetzt also nur noch den hier, zack, weg mit dir. Und den da auch, und dann dürfen wir die Mission auch schon haben. Zack, dann haben wir es, kriegen plus 30 Sekunden, um noch zum Gebiet, zum Rettungsgebiet zu kommen. Und das wäre immer dieser markierte Bereich hier. Und dann hätten wir die Mission auch schon geschafft. Good job. Return to base. Ja, und dann kriegen wir noch eine Bewertung für unsere Taten und wir haben sogar A bekommen, das ist doch schön. Und wir haben 4 feindliche Soldaten abgeholt. Die folgenden Worte können nur mit heldenhaften Geist erfüllt werden. Hier! Ja, wir können jetzt hier schreien in diesem Koops-Menü. Technische Daten für folgende Waffe, Hobbyzeitschrift-Layout, Rang 1. Schön. Okay, wir haben auch einen Personalbericht eingetroffen und einen Bericht vom F&E-Team. Das ist gut, das heißt, irgendwas ist fertig entwickelt oder... Er sagt uns halt nochmal, dass wir was Neues zum Entwickeln hätten. So, ah. Na, seht ihr, die Betäubungswaffe hat Rang 2 erreicht. Und wir können jetzt Analysegerät Rang 1 erforschen. Und der ist ein Level aufgestiegen. Das ist doch schön. So, dann können wir jetzt mal unsere Leute wieder verteilen, denn wir haben jetzt wieder ein paar. Okay, wir haben viele. Wieso sind noch so viele im Wartebereich? Was habe ich denn letztens gemacht? Wollte ich die aufsparen? Ach genau, bis die anderen Bereiche frei waren, ne? Genau. Ja, weil bis jetzt nur 2 Bereiche frei sind. Nämlich das F&E-Team und Kampf. Deswegen muss ich gucken, ob ich noch irgendwelche habe, die herausstechen in ihren Fähigkeiten. Der. Na, sieh mir einer an. So, kommt jetzt F&E-Team und die anderen, bei denen warte ich lieber, weil die meistens in anderen Fähigkeiten besser sind. Die aber noch nicht freigeschaltet wurden. Okay. Ja, jetzt haben wir nicht wirklich viel geschafft in dem Teil, weil ich viel erklärt habe und so weiter und so fort. Im nächsten Teil geht es dann vielleicht etwas schneller und dann machen wir auch weiter. Vielleicht mit einer Hauptmission, wenn sich jetzt keine neue Nebenmission aufgetan hat. Das werden wir dann später erfahren. Aber bis dann sage ich jetzt erstmal, das war's. Und ja, wir sehen uns. Bis dann.